Schön sind Sie geblieben. Es ist Freitagnachmittag und schönes Wetter. Das ist also nicht selbstverständlich, aber ich hoffe und bin überzeugt, dass die anwesenden Panelisten, dass ihre dazu beitragen, dass es sich für sie gelohnt hat. Das Vorgehen wäre folgendermaßen: Wir würden unter uns etwas diskutieren. Wenn Sie aber schon während des Podiums das Gefühl haben, jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass ich mich zu Wort melde, heben Sie die Hand. Ansonsten würden wir die letzten 10, 15 Minuten, sprich so um 3:30, würden wir aktiv Sie bitten, Ihre Fragen zu stellen an die Anwesenden, Ihre Bemerkungen, Statements, Fallstatements bitte nicht allzu lang, damit alle zum Zug kommen. Und dann würde ich zurückgeben an Frau Oertle zum Schlusswort. Die vier Panelisten muss ich Ihnen nicht groß vorstellen. Und falls ja, dann haben Sie in Ihren Unterlagen eine ausführlichere Beschreibung, als ich es jetzt machen werde. Ich mache es nämlich wirklich ganz kurz. Ich beginne alphabetisch mit Ueli Büchi, dem Leiter der Berufsbildungspolitik des Schweizerischen Baumeisterverbands. Der Schweizerische Baumeisterverband war ja schon lobend Thema beim Referat von Herrn Vogt. Ich hatte zuerst das Gefühl, vielleicht hat Herr Büchi dieses Referat geschrieben, er hat mir aber gesagt, nein. Aber da werden wir vielleicht das eine oder andere noch ergänzen können. Dann Theo Ninck. Theo Ninck ist der Leiter des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes des Kantons Bern und vor allem auch, hier wichtig, für die Verbundspartnerschaft Präsident des Schweizerischen Berufsbildungsämterkonferenz. Puis on a Laura Peuret-Ducommun. Sie ist seit Februar 2016 die Zentralsekretärin des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes und dabei verantwortlich für den Bereich Bildung und Jugendpolitik. Elle va parler le français, on a la traduction, et puis nous nous parlons allemand, et puis Madame Perret va répondre en français. Und last but not least haben wir Josef Widmer. Er ist der Vertreter des Bundes, Vizedirektor des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation und in diesem Zusammenhang auch Leiter des Bereichs Bildung. Herzlich willkommen und ich würde gerne Ihnen vielleicht das erste Mal etwas länger das Wort erteilen, damit Sie sich vielleicht auch etwas positionieren können und möchte aufgrund eigentlich des Zwecks dieser Tagung, nämlich dieses Fact-Checking, das wir heute präsentiert bekommen haben, Sie fragen, und ich beginne auch wieder alphabetisch mit Herrn Büchi. Eigentlich ist Ihnen ja alles schon klar. Also was Sie jetzt gehört haben, haben Sie wahrscheinlich schon vermutet oder vielleicht schon gewusst. Gibt es etwas, was Sie daraus ziehen, dass Sie sagen müssen, okay, da müssen wir jetzt umdenken oder zusätzlich denken? Sie fragen mich, ob ich nicht alles schon gewusst hätte. Das ist aber ganz klar nicht der Fall. Wir arbeiten schon längere Zeit nur mit Vermutungen. Wir haben eine Ahnung, was passieren könnte, aber uns fehlten die Fakten. Und ich glaube, wir haben heute gesehen, wir sind auf dem Weg dazu, dass wir eine Faktenlage schaffen, die uns erlaubt, unsere Tätigkeiten gezielter, klarer und im Sinne auch einer Nachhaltigkeit auszurichten. In diesem Sinne habe ich heute sehr viel gelernt, auch gelernt, dass wir noch nicht auf dem Punkt sind. Das zeigt auch die Studie des Baumeisterverbandes. Das war eine kurze Studie. Wir haben nur einen Ausschnitt genommen und daraus abgeleitet. Und jetzt sind wir einen Schritt weiter und wir haben einen breiteren Blick und können daraus wieder ableiten. Und ich denke, wir stehen am Beginn des Prozesses, den wir aber schon alle eingeschlagen haben, im Sinne, uns zu verbessern, Gegensteuer zu geben, beziehungsweise Win-Win-Situationen zu erzeugen. Also Sie sagen jetzt quasi, wir haben jetzt den Beweis. Wo ist denn jetzt für Sie der Beweis für konkrete Verbesserungen da? Der Beweis sehe ich vor allem auch in der Datenlage. Wir sind jetzt in der Lage, basierend auf den statistischen Daten, dass wir die Bildungsverläufe verfolgen können.
Das hatten wir bisher noch nie. Und hier sehe ich einen massiven Mehrwert, wenn ich dann die Bildungsverläufe mit unseren Berufsnummern zum Beispiel noch verknüpfen kann. Heute sprechen wir das Baugewerbe, aber dort sind die Maler und Gipser, die Metallbauer, die Maurer, die Straßenbauer, alle mit dabei. Und vielleicht will ich dann nur die Steinmetze wissen. Und das können wir in Zukunft, dass wir sehr gezielt dort, wo wir Fehler vermuten, uns auch hineinbegeben und eine gesicherte Datenlage erhalten. Die Maßnahmen, die wir daraus ableiten, die werden individuell sein. Ich gehe davon aus, dass die Branchen das auch in unterschiedlicher Form umsetzen und unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen. Aber die gemeinsame Datenlage wird uns helfen, hier Fortschritte zu erreichen. Dankeschön. Herr Link, das war ja heute Morgen auch ein Thema. Es kam die Intervention eines Vertreters von Genf, dass das also nicht so schlimm sei in der Romandie, wie das präsentiert wurde. Sie hingegen werden vielleicht sagen, jetzt habe ich erst recht etwas in der Hand, um zu sagen, diese regionalen Unterschiede müssen aufhören. Gehe ich richtig in dieser Annahme oder was bringt es Ihnen? Gut, wir haben noch andere regionale Unterschiede, beispielsweise eine Maturitätsquote oder eine FMS-Quote, die in gewissen Kantonen viel höher ist als in anderen Kantonen. Und da haben es die Kantone klar abgelehnt, irgendwie diese Unterschiede auszugleichen. Aber hier ist es doch bei einem sehr emotionalen Thema und da müssen wir hinschauen. Und es ist für mich auch nicht erklärlich, dass beispielsweise im Kanton Bern lediglich 30% nicht auf Anhieb zu einem Abschluss kommen bei der zweijährigen Grundbildung und im Kanton Luzern sind es lediglich 17%. Das ist doch ein relevanter Unterschied und da interessiert es mich als Kantonsvertreter, um mal in der Deutschschweiz zu bleiben, wo liegen die Gründe für diesen Unterschied? Haben Sie Vermutungen oder sind Sie wirklich völlig im Ungewissen? Ich könnte jetzt etwas sagen gegenüber dem BFS. Ja, ich habe eine Vermutung. Ich weiß, wo der Unterschied ist. Bis 2012 hat das BFS Daten ausgewiesen der Ausbildungsquote der Kantone, Sekundarstufe 2. Da war der Kanton Bern sogar irgendwo bei 105%. Alle 20-Jährigen haben quasi 105% der 20-Jährigen haben einen Abschluss gemacht und im Kanton Zürich oder Luzern war das irgendwo 7-8% tiefer. Diese Daten, die sind nicht mehr stabil, darum publiziert sie das BFS auch nicht mehr, aber immerhin liegen sie im Raum. Gesamtschweizerisch darf ich sagen, 95% aller Jugendlichen, jungen Erwachsenen haben einen Abschluss auf der Sekundarstufe 2. Das wird ausgewiesen auf der Website des BFS. Das ist doch sehr erfreulich. Und da muss es auch kantonale Unterschiede geben. Und die kennen wir nicht. Und wenn wir natürlich einen Kanton Bern haben, wie ein Kanton haben wie Bern, ich sage das jetzt etwas selbstsicher und provokativ, der da fast 100% hat und ein anderer Kanton, der vielleicht bei 90% ist, liegt es auf der Hand, dass wir halt eben auch Schwächere in der Berufsbildung haben und dass wir dort eine höhere Auflösungsquote haben. Das ist jetzt sehr Kaffeesatzlesen. So, ich zeige einfach nur mit diesem Beispiel, es gibt ganz verschiedene Gründe und dem müssen wir jetzt nachgehen. Aber diese Ausbildungsquote, Markus Schwien, die interessiert mich natürlich schon brennend. Und ich hoffe schon, dass da das BFS auch mal differenzierte Aussagen machen kann. Sollte er nickt, also er wird es tun. Madame Perret, was sind Ihre Konsequenzen oder Ihre Folgerungen aus der heutigen Präsentation? Und vielleicht auch aus dem, was Sie gehört haben, von dem, was die Lernenden noch eingebracht haben, was Herr Vogt erwähnt hat. Merci, bonjour. Alors, il y a différents éléments. Tout d'abord, quand j'ai entendu ce matin dans les exemples des deux jeunes personnes, il y a quelques éléments quand même qui sont choquants. Quand j'entends qu'il y a certaines prescriptions légales qui sont plutôt des orientations, des Richtlinien à suivre, ça m'inquiète quand même beaucoup. On a quand même un certain nombre de prescriptions qui protègent les jeunes, qui font des apprentissages, et ça me paraît juste la base nécessaire que ces prescriptions soient respectées. C'est pas possible de soutenir une position de ce type-là. Nous, on a au syndicat
cas régulièrement des téléphones de jeunes apprentis ou de leurs mamans, la plupart du temps, qui sont complètement inquiets, ne savent pas comment réagir face à une situation d'heures supplémentaires, qui ne sont pas payées ou d'horaires, qui ne respectent pas les lois par rapport à l'âge des jeunes, aussi des questions de salaire, et ils ne savent pas très bien comment s'orienter. Ils téléphonent au service de formation professionnelle de leur canton, ils n'ont pas toujours les réponses. Des fois, ils ont peur aussi des mesures de rétorsion par rapport à leurs enfants. S'ils vont en conflit avec l'employeur, qu'est-ce qui va se passer pour leurs jeunes? Donc, il y a toute une série d'éléments qui sont pas faciles à gérer. Je relève aussi ce matin les coûts ou l'estimation des coûts au niveau du revenu pour des personnes qui ne finissent pas leur formation professionnelle. Ils peuvent perdre jusqu'à 300 000 francs pendant toute leur vie professionnelle et ensuite ça se répercute aussi à la retraite. Donc les conséquences sont quand même importantes. Et moi, mon inquiétude, c'est d'une part les conditions de travail pour ces jeunes. On voit que les taux de rupture de contrat, de résiliation de contrat, pour être correct, sont plus élevés dans des professions où les conditions de travail sont difficiles en termes d'horaire, en termes de salaire, en termes d'heures supplémentaires. Ça se retrouve dans ces chiffres. Et puis, l'inquiétude que j'ai, c'est pour les 12 à 18% de jeunes qui probablement n'auront jamais de formation ou de qualification du secondaire 2. Et on sait qu'ils sont beaucoup plus exposés que d'autres à du chômage ou à des conditions d'engagement plus précaires. Et quand on voit que 50% des personnes qui sont dans l'aide sociale n'ont pas de formation, ben on voit directement le résultat. Et pour moi, les personnes qui sont à l'aide sociale, ça, c'est un symptôme, c'est une conséquence, mais ce n'est pas la cause. Et je pense qu'il faut agir sur la cause pour réduire le nombre de personnes qui sont précarisées, notamment par des mesures de formation. Wenn Sie diese Telefone der besorgten Mütter, vielleicht auch ab und zu einen Vater, haben, haben Sie Durchgriffsmöglichkeiten? Intervenieren Sie oder rufen Sie dann das Amt an und sagen, schaut dort mal hin? Alors, tout d'abord, nous, on publie une brochure tous les deux ans, actualisée avec les droits des apprentis, qui donne toute une série d'informations sur les conditions d'engagement, les horaires, les salaires, les vacances, toutes ces choses-là. Donc, c'est une première information qu'on peut leur mettre à disposition. Ensuite, on leur donne systématiquement les numéros de téléphone des services de formation professionnelle de leur canton respectif, même parfois, lorsqu'on peut, le nom de la personne, du conseiller, qui peut directement leur répondre. Ensuite, on regarde aussi s'ils sont membres d'un nos syndicats, puisqu'on est une fêtière syndicale, donc on regarde selon la branche si on peut les mettre, s'ils sont déjà membres, on les met en contact avec le syndicat correspondant, que ce soit UNIA, SFA ou Syndicom ou d'autres selon la branche, qui peuvent ensuite aussi les orienter, les conseiller, les accompagner. Des fois, on les rencontre aussi à titre individuel, évidemment, on ne peut pas le faire pour tous, donc on essaye de mettre le maximum de moyens à disposition pour les conseiller. Merci. Herr Wittmer, also der Bund wurde ja schon in die Pflicht genommen von Herrn Nink in der Person von Herrn Schwinn. Haben Sie sonst noch ein paar Überlegungen mitgenommen, wo Sie sagen müssen, okay, da hat der Bund vielleicht seine Hausaufgaben noch zu wenig gemacht? Also letzteres würde ich nicht sagen, aber ich habe trotzdem ein paar Überlegungen gemacht. Ich glaube, der Bund hat ja in der Berufsbildung die Funktion, eben eine sozusagen die Systemsteuerung sicherzustellen. Und wenn ich jetzt ein paar Aussagen mache, dann mache ich das vor allem aus systemischer Sicht. Was sehen wir heute in Bezug auf den Erfolg oder Misserfolg, den Lernende haben? Ich sehe auf der einen Seite, dass doch, und das muss man einfach sagen, wir haben in der Berufsbildung eben nicht nur starke Schülerinnen und Schüler, die dann in die Berufsbildung kommen, sondern eben auch schwächere. Und dass es dann trotzdem so viele sind, die am Schluss erfolgreich sind, ist zunächst einmal eine große Integrationsleistung der Berufsbildung. Das muss man einfach sagen. Auch wenn ich damit überhaupt nicht sagen will, dass es keinen Handlungsbedarf gibt. Jeder Lehrabbruch ist einer zu viel. Und wir haben ja Bund und Kantone zusammen das Ziel, 95% der jungen Leute zu einem Sek-2-Abschluss zu bringen. Das heißt, wir müssen alles tun, auf allen Ebenen, mit allen Beteiligten, dass die Lehrabbrüche reduziert werden können. Das ist klar. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass unsere Berufslehren eben arbeitsmarktfähig sind. Also die Leute, die aus einer Berufslehre kommen, die finden in aller Regel eine Stelle.
Und das heißt auch, wir dürfen nicht nur, um die Lehrabbrüche zu reduzieren, irgendwie das Niveau senken und versuchen, dadurch eine höhere Quote der Erfolgreichen zu finden. Das wäre eine falsche Reaktion darauf. Was wir schauen müssen, ist, dass wir die Unterschiede, die es gibt in den zwischen den Kantonen und auch zwischen den Branchen, dass wir denen nachgehen. Ich glaube, es ist unsere Pflicht, jetzt auch als Bund mit den Verbundpartnern zusammenzuschauen, zu analysieren, was ist Best Practice, wo sind Dinge, die man kopieren und multiplizieren könnte und damit längerfristig eine Verbesserung zu erreichen. Gibt es da nicht den Föderalismus, der dem eigentlich entgegenspricht, dass Sie lange sagen können, okay, eigentlich müssen wir regional schauen, dass das etwas angeglichener wird und dann kommen die einzelnen Kantone und sagen, Bund, lass uns in Ruhe, wir haben dazu, das ist unsere Sache. Also, Herr Wittmann, dann Herr Nink, ja. Es ist klar, dass, die Kantone es nicht so gern haben, wenn der Bund ihnen da reinredet. Das ist normal, da sind wir uns gewohnt. Nur, man muss auch sehen, die Berufsbildung ist national geregelt. Es gibt eine Aufsicht des Bundes über die Umsetzung in den Kantonen. Der Vollzug ist bei den Kantonen. Und wenn wir sehen, dass systemisch das Ziel nicht erreicht wird oder zu wenig gut erreicht wird, dann ist es unsere Pflicht, die Kantone zumindest darauf aufmerksam zu machen, dass hier ein Handlungsbedarf ist. Und zwar nicht nur die Kantone, auch die Verbände, die hier jetzt schlechtere Zahlen aufweisen. Da gibt es, man vermutet Gründe, aber es ist schwierig, die wirklich zu verifizieren, wenn man das nicht genau analysiert hat. Wie oft wurden Sie schon vom Bund darauf hingewiesen, als Berufsbildung, also Amtskonferenzleiter, macht jetzt mal was? Ja, ich bekomme fast täglich ein Telefon von Josef. Aber Sie leben immer noch. Ja, wir gehen dann gleichwohl immer wieder ein Bier trinken. Aber das ist so üblich unter Männern. Nein, aber ich glaube, ganz wichtig, wir leben ja eine Verbundpartnerschaft und wir haben das beste Berufsbildungssystem weltweit. Da gibt es keinen Zweifel. Aber umso mehr ist es eben, wir Berner sagen, ein Tolke im Rheinheft, oder? Also es ist nicht akzeptabel eigentlich, dass wir solche Unterschiede haben zwischen den Berufen und dass wir Unterschiede haben zwischen den Kantonen und dass wir, immerhin muss ich sagen, jetzt auch bei der EBA etwa 500 Leute haben pro Jahr in der Schweiz, die irgendwie, wo wir nicht wissen, wo sie landen im System. Gut, die können jetzt im Brückenangebot vielleicht sein, die können irgendwo beim Case Management sein, das glaube ich sogar, dass das so ist, aber wir wissen es im Moment nicht. Und wenn die uns entgleiten, oder, und das ist ja nur 10% der gesamten Berufsbildung, wenn wir dann die EFZ noch dazu nehmen, und bei den EFZ ist es ähnlich, oder, dann sprechen wir von 5.000 pro Jahr, die wir verlieren. Und ich denke, das ist ein Problem in der Gesellschaft, das wir lösen müssen. Da haben wir eine Verantwortung, eine gemeinsame Verantwortung. Und nur kurz noch, wir haben das auch definiert. Wir haben das festgehalten in den Bildungszielen aufgrund des Bildungsberichtes, haben die Verbundpartner, Bund, Kantone, Organisation der Arbeitswelt, also sprich Arbeitgeberverbände, Arbeitnehmerverbände, die haben das unterschrieben in einem Ziel, dass wir gemeinsam dieses Problem angehen wollen. Also da herrscht Konsens. Also es ist wahrscheinlich so wie mit den Arbeitsbedingungen in der Gastronomie. Es steht zwar da, aber es wird missbraucht. Oder es wird nicht eingehalten. Ja gut, also das ist die andere Sache. Eine Stärke unserer Berufsbildung ist eben die, dass die aufgebaut ist auf einer Eigenverantwortung und darauf, dass wir da privatwirtschaftliche Verträge haben, die Lehrverträge. Das sind nicht Verträge, wo wir da, wir müssen sie genehmigen, aber das sind nicht Verträge, wo wir da dann jeden Tag reingehen, wie das die Unia fordert. Die Unia hat übrigens uns 2014 der SBBK den Schmähpreis gegeben. Sie haben uns da mit einer großen Medienaktion haben sie uns einen Teppich da vor das Gebäude gelegt und so und gesagt, ihr schaut nicht genügend Kantone. Aber es ist ja genau die Stärke, oder, dass hier die Eigenverantwortung eben spielt, dass die Leute am Arbeitsplatz ab 15 Jahren Arbeitserfahrung machen. Das ist genau die Stärke, dass sie nachher auch fähig sind, in diesem Arbeitsmarkt zu greifen. Wir kommen darauf zurück. Ich möchte kurz auf die ich weiß, aber Sie sind ja nicht die Unia, Sie sind der Gewerkschaftsbund. Aber nein, ich möchte ganz kurz auf die Lehrvertragsabbrüche zu sprechen kommen. Wir wollen doch unterscheiden zwischen Auflösung und Abbrüchen. Das Problem, Sie haben es ja gesagt, Frau Perre, die hohen Sozialkosten dieser doch sehr hohen Prozentzahlen, die den Anschluss
nicht mehr finden. Jetzt haben wir gehört von Herrn Wittmer, was nicht zu tun ist, nämlich das Niveau nicht zu senken. Mhm. Aber was ist denn zu tun, damit man diese Quote etwas runterbringen kann, Frau Perret? Bon, je pense qu'il y a déjà avant l'entrée en apprentissage le choix de la profession. Un meilleur accompagnement, je pense qu'il y a une question d'information aussi, pour que le choix de la profession soit bien fait au départ. Ensuite, il y a la question du respect de bonnes conditions de travail pendant la formation. Je vous entendais tout à l'heure quand vous discutiez avec ces deux jeunes qui nous donnaient des exemples. Qu'est-ce que vous avez pris comme mesure individuelle? Mais je pense qu'on ne peut pas responsabiliser les jeunes tout seuls, parce qu'à l'âge de 15 ans, 16 ans, ils sont dans une phase de transition de leur vie et ils ne sont pas forcément en mesure de résoudre tout seuls. Donc ils doivent être conseillés et accompagnés au niveau institutionnel, que ce soit dans leur entreprise, mais aussi par les services au niveau du canton, éventuellement par d'autres. Donc une question d'accompagnement, de suivi et de détection le plus rapidement possible s'il y a un problème quelque part, pour voir ce qu'on peut mettre en place pour le résoudre, parce que c'est agréable pour aucun des acteurs finalement lorsqu'il y a une situation d'échec et de conflit. Je regarde juste s'il y avait d'autres choses. Oui, je pense qu'il y a peut-être des éléments qui sont aussi sectoriels ou régionaux. Je pense qu'on ne peut pas avoir les mêmes réponses selon les branches ou selon les situations, parce que les problèmes peuvent se situer à différents niveaux. Donc là, c'est pour moi important d'avoir aussi des mesures différenciées, puis d'avoir un dialogue entre les différents acteurs concernés pour pouvoir trouver justement des solutions qui sont adaptées. Herr Büchi, wenn wir bei Vertragsabbrüchen sind. Ich meine, Sie vertreten ein Gewerbe, das eine überdurchschnittlich hohe Quote hat. Was ist aus Ihrer Sicht zu tun? Wir haben gehört, man kann nicht alles über einen Leisten schlagen, bei Ihren verschiedenen Richtungen ohnehin nicht, aber trotzdem, was wird noch ungenügend getan, um diese Abbruchquote zu senken? So, grundsätzlich stellt jeder Unternehmer einen Lernenden ein, um diesen Lernenden erfolgreich durch die Lehrzeit zu bringen. Die Lernenden sind ja auch die künftigen Fachkräfte, sei es, dass sie in ihrem Betrieb eine hochqualitativ gute Arbeit leisten oder dann Richtung Kaderposition gehen, in die höhere Berufsbildung einsteigen. Hier ist das Bauhauptgewerbe sicher exemplarisch von den rund 1200 Maurern als Beispiel. Gehen jedes Jahr 600 in die höhere Berufsbildung. Das ist eine sehr stolze Zahl. Und hier will der Unternehmer seinen Nachwuchs heranziehen und er braucht eigentlich erfolgreiche Lehrzeit. Ein Lehrabbruch ist immer auch ein Scheitern des Unternehmers oder des Berufsbildners im Unternehmen. Und hier Einfluss zu nehmen, ist eine recht schwierige Situation. Also wir haben gehört, die Selektion ist ein wichtiger Prozess. Das ist auch auf Seite des Unternehmers ein ganz zentrales Element. Schnupperlehren, einen Selektionsprozess führen, der Hand und Fuß hat, der zeigt, ist dieser junge Mensch geeignet für den Beruf. Gerade bei uns kann er draußen arbeiten, bei Wind und Wetter im Winter. Ist er in der Lage, auch die körperlich anspruchsvolle Arbeit zu tun, auch wenn er später im Büro vor dem Computer sitzt, wie wir alle auch. Also hier hat der Unternehmer eine Verantwortung, die er wahrnehmen will, aber nicht immer kann. Aber gerade Sie haben ja, Sie haben mir gesagt, Sie nennen sich auch Last-Minute-Lehre, oder? Quasi, genau. Wenn man nichts anderes findet, dann geht man auf den Bau. Und Sie haben ja auch viele Lehrstellen, die Sie unter Umständen nicht besetzen können. Also ist doch jeder Unternehmer, jeder Betrieb versucht zu sagen, ich nehme den, das wird ja vielleicht doch gehen. Ist das nicht so? Ja, das stimmt dem Trend nach, gerade die Last-Minute-Geschichte. Also das kennen Sie alle, der junge Mensch möchte gerne Informatiker werden, bewirbt sich im Laufe des Septembers, bekommt eine Absage. Im November, Dezember bewirbt er sich für eine KV-Stelle, bekommt im Februar eine Absage, dann denkt er, ja, dann gehe ich vielleicht als Polymechaniker, findet gar keine richtige Lehrstelle und irgendwann im August sagt dann der Lehrer noch kurz vor Ferienende, ja, dann gehe halt auf den Bau, dort hat es noch Lehrstellen. Und die Lehre hat vielleicht schon begonnen und er ist Ende August oder im September, sagt dann irgendein Bauunternehmer, ja gut, ich habe noch eine freie Lehrstelle, beginne halt einmal bei mir. Hier ist der Abbruch fast programmiert. Mhm. Und was würden Sie jetzt raten, dass Sie sagen,
lasst diese Lehrstelle unbesetzt. Das ist ein Thema, das wir auch diskutieren mit den Unternehmen, dass der Selektionsprozess seriös, qualitativ hochwertig und auch professionell geführt wird. Und man nicht einfach, weil man sagt, ja, das ist jetzt noch ein netter Typ oder ich kenne seinen Vater, dass man dann in der letzten Minute den noch einstellt. Also ich glaube, hier braucht es auch bei den Unternehmen eine Professionalisierung. Die einen können das schon, machen das sehr gut und andere, ja. Herr Link und dann Herr Wittmann. Wir kommen ja nachher wahrscheinlich noch vertiefter da rein. Ich glaube, es ist ganz wichtig, was du gesagt hast, Laura, es ist nicht einfach der Jugendliche schuld, es ist auch nicht einfach der Betrieb schuld, es ist auch nicht nur die Berufsschule schuld, auch nicht nur die Eltern. Ich glaube, es ist irgendwo, sind es verschiedene Faktoren, die dann negativ zusammenspielen. Ich möchte hier einfach noch etwas zum Image sagen. Ich glaube, wir haben etliche Berufe, die haben ein falsches Bild noch in der Öffentlichkeit. Wir müssen uns bewusst sein, die Eltern, die jetzt ihre Jugendlichen, die Eltern sind die wichtigsten Beeinflusser, die Eltern, die ihre Jugendlichen heute hier beeinflussen, wenn sie 14-jährig sind, das sind Eltern, die haben irgendwo zu einer Zeit standen vor der Berufswahl, wo gar knapp mal die Berufsmatura gegeben hat, wo die Durchlässigkeit noch gar nicht gespielt hat. Damals, wenn man nicht ins Gymnasium ging, dann war die Welt sowieso schon halb verloren. Und hier müssen wir ansetzen, auch bei den verschiedenen Berufen. Die haben noch ein Bild vom Bau, dass man da vor allem schaufeln muss, oder? Dass da sehr viel Technik drin ist. Und ich hatte ein Schlüsselerlebnis. Ich hatte eine Berufsberaterin, die ist nach den Swisskills, hat die mir zurückgemeldet, Swisskills 2014, die großen zentralen Schweizer Meisterschaften. Da hatten die Straßenbauer einen super Auftritt dort. Und dann war kurz darauf später die BAM, die Bernische Ausbildungsmesse, und dann hat mir eine Berufsberaterin zurückgemeldet. War super, ich hatte jetzt gerade eine Familie, die kam, da hat ihr Junge hat festgestellt, wie spannend das der Straßenbauberuf ist, und der will unbedingt Straßenbau lernen. Mhm. Und der ist jetzt an der BAM gekommen und hat die Realisierung gemacht. Okay. Und ich glaube, hier müssen wir doch noch ansetzen. Ich weiß, Uli, dass schon sehr viel gemacht wird. Eben, er wurde ja auch laut erwähnt von Herrn Vogt. Sehr viel gemacht bezüglich Image, gerade im Bauberuf. Aber ich denke, wir müssen noch in vielen Berufen müssen wir das Image noch. Und da sind die Organisationen. Also gefordert. Ich habe in der Pause noch mit Herrn Dekotins gesprochen von GastroSwiss. Dort wird er wird sich vielleicht dann auch noch zu Wort melden, wenn wir das Podium öffnen, weil das ist ja auch eine Branche, wie wir heute gehört haben, wo es offenbar etwas klemmt. Ein super Projekt dort. Herr Wittmann zuerst, ja. Ja, ich glaube, man muss noch vielleicht einen anderen Aspekt noch erwähnen. Ich glaube, einen Vertrag abzubrechen ist heute auch einfach wesentlich einfacher, als das schon mal war. Oder generell in der Gesellschaft, ist ein Ausdruck auch unserer Gesellschaft, sowohl von Seiten der Jugendlichen und der Eltern, wie auch auf der Seite der Betriebe. Und ich glaube, es müsste der Lösungsansatz muss in die Richtung gehen, höhere Hürden zu machen, damit man ein Lehrverhältnis überhaupt auflösen kann. Und zwar nicht Hürden, indem man es verbietet oder so, sondern Hürden, indem man mindestens zuerst alle Beteiligten an einen Tisch holt. Und das sind mehrere. Das sind die Eltern, das ist der Jugendliche, das ist der Berufsfachschullehrperson, das ist der betriebliche oder die betriebliche Ausbildungsberaterin im Berufsbildungsamt. Und so weiter und so fort. Und die müssen miteinander versuchen, quasi eine Lösung zu finden. Und es gibt Lösungen, die durchaus auch getroffen werden können. Ich habe mehrfach jetzt schon gesehen, dass Verträge aufgelöst wurden, weil man gesagt hat, der schafft das nicht, das geht nicht, der kann den Beruf nicht lernen. Aber wir wissen, dass man individuell beispielsweise eine Lehre verlängern könnte. Das wird noch viel zu wenig gemacht, auch in den Kantonen nicht, aber weil es zu wenig bekannt ist. Also ich bin jetzt versucht, ganz provokativ zu sagen, das kann nur ein Bundesvertreter sagen. Wenn Sie sagen, die müssen alle um einen Tisch sitzen, jetzt sind Sie ein Betrieb, der hat vielleicht so und so viele Lehrlinge, der ist in Zeitnot, der hat so und so viele, die sich bewerben oder zu wenig, dass man dann verlangt, dass die alle zusammensitzen, ist doch etwas viel verlangt. Oder sehe ich Nein, das glaube ich nicht. Okay. Aber also ich kann das schon bestätigen. Wir bekommen viel zu spät, bekommen wir bei uns in der Ausbildungsberatung oder in anderen Kantonen als Berufsinspektoren, bekommen die Kenntnis von einem Problem. Und da muss ich auch sagen, gerade auch an die Gewerkschaften, ermutigt doch die Leute oder dann begleitet sie halt, dass sie mal kommen und dass man dann eingreifen kann. Genau. Aber solange wir nichts wissen,
Oder? Dann können wir auch nicht irgendwie Beratung geben, können wir auch nicht Support geben. Und das bringt nämlich schon sehr viel, wenn man so einen runden Tisch mal machen kann. Und die Lehrbetriebe, die Unternehmer, die machen das ja auch nicht leichtfertig. Das ist für sie ja nicht einfach. Madame Perret und nachher. Alors, merci Théonique. C'est une excellente idée. C'est la raison pour laquelle on aimerait bien que les syndicats aient la possibilité de se présenter dans les écoles professionnelles, puisque c'est justement à ce moment-là qu'on peut être en contact avec les jeunes et les informer des possibilités qu'ils ont en cas de problème, et puis de ce que c'est qu'un syndicat et comment un syndicat peut les aider. Donc, je reçois très volontiers le soutien. Merci. Wir haben jetzt die gute Theorie gehört. Das tönt wirklich schön. Aber ich glaube, wir sind hier in der Thematik Früherkennung. Wir befassen uns auch mit diesem Thema. Das ist sehr, sehr schwierig. Auf dem Marktplatz ist ein Projekt vorgestellt, das in diese Richtung geht. Wie kann man erkennen, ob ein Lernender in einen Lehrabbruch hineingeht oder nicht, oder ein Betrieb in einen Lehrabbruch hineingeht? Das kann ja auch auf der Betriebsseite sein. Die Realität ist doch, dass vor allem bei Lehrabbrüchen vielfach das überraschend passiert. Der Lernende tauscht sich aus, vor allem mit seinem direkten Umfeld, Eltern. Er kennt selten die Beratungsstellen der Kantone, hat unsere Studie auch gezeigt. Es gibt viele Beratungsstellen, aber sie sind nicht immer bekannt. Auch die Hotline des Gewerkschaftsbundes kennen nicht alle Lernenden oder die Gewerkschaftsseite. Er kennt aber seine Eltern, tauscht sich mit den Eltern aus, und wenn es nicht mehr geht, dann wird die Lehrvertragsauflösung geschrieben und dem Lehrbetrieb unterbreitet. Genau. Und für viele Lehrbetriebe ist das eine Überraschung, eine negative Überraschung. Eben deshalb habe ich gesagt, wäre es doch sinnvoll, wenn eben nicht einfach nur der Antrag kommen kann und dann ist das erledigt, sondern wenn es quasi eine Schlaufe gäbe, wo man sich zusammensetzen muss. Es ist immerhin ein Vertrag, den man unterschrieben hat von beiden Seiten. Wenn Sie irgendein Gerät kaufen, dann können Sie auch nicht einfach vom Vertrag zurücktreten, ohne dass irgendetwas passiert. Aber manchmal hat man den Eindruck, ein Lehrvertrag kann einfach aufgelöst werden. Ich weiß schon, dass es nicht leichtfertig passiert, oder? Es gibt immer Gründe, aber es gibt vielleicht auch Möglichkeiten, durch das Gespräch eben zu schauen, ob man sozusagen das Verhältnis retten kann. Und noch etwas. Ich glaube nicht so recht an die Selektionsgeschichte, oder? Klar kann man die Selektion immer verbessern, aber man muss immer sehen, die Hürden werden dann für die Jugendlichen einfach immer größer. Und wir haben junge Leute, die in einem Entwicklungsprozess sind und die im Verlauf einer Lehre durchaus auch sozusagen, wie man auf Mundart sagt, den Knopf öffnen können, oder? Und dann eben wachsen können. Und man sollte nicht durch eine zu extreme Selektion das von Anfang an verhindern, indem man sagt, wir haben nur noch die sicheren Werte, oder? Die anderen nehmen wir gar nicht mehr. Dann haben wir dann das noch größere Problem. Darf ich noch zurückkommen auf Ihre Aussage? Man kennt die Hotline des Gewerkschaftsbundes nicht so, das kann ich noch glauben, aber man erkennt auch die Beratungsstellen nicht. Das muss Sie doch eigentlich beunruhigen, Herr Nink. Also eigentlich wäre doch das Ihre Verantwortung, dass man weiß, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es nicht der Lernende selbst macht, so zumindest die Mutter oder der Vater, dass sie dann weiß, an wen sie sich richten muss. Also wir schicken mit jedem Lehrvertrag schicken wir einen Begleitbrief, wir schicken einen Flyer. Das ist deine Beraterin oder dein Berater. Du kannst dich da melden. Aber ihr wisst ja, wie das geht, oder? Eltern sowieso von Kindern. Das geht dann irgendwo in die Schublade. Man braucht es nicht. Man denkt nicht mal daran und dann plötzlich puff macht's, oder? Und irgendwo ist es nicht mehr da. Dann müssen wir uns tatsächlich noch überlegen, wie wir besser rankommen. Aber ich glaube eben, die Früherkennung ist ja nicht nur einfach die Frage der Ausbildungsberatung oder des Amtes, sondern ist eben, ich glaube, es ist letztlich eine Frage der Lernortskooperation. Ich sage es ganz einfach so. Und die Lernortskooperation, da haben wir noch viel Luft nach oben. Da haben wir noch viel Potenzial, um das weiterzuentwickeln. Dass viele reden davon. Viele stellen sich unter Lernortskooperation, dass wir irgend so ein elektronisches Tool haben, wo der Lehrmeister jeden Abend reinschauen kann, was der Lernende für eine Note gemacht hat und ob er wieder in der Schule war oder nicht. Das ist nicht Lernortskooperation. Lernortskooperation ist, dass man redet miteinander, dass man sich austauscht, dass man, wenn man eine Verhaltensänderung spürt in der Schule, dass man sich als Schule meldet beim Lehrbetrieb und zwar nicht irgendwie in einem elektronischen Tool, sondern dass man sich dort meldet. Und da haben wir noch Potenzial. Wir haben einen Versuch gemacht im Kanton Bern, wir haben das aufgegleist, aber ich denke, wir müssen das jetzt, gerade auch aufgrund dieser Daten, müssen wir das viel ernsthafter noch
nochmals dran. Weil das sind viele Signale, die wir wahrnehmen. Oder so Verhaltensveränderungen, es ist einfach nicht so, dass einfach das plötzlich da ist. Oder? Das ist ein schleichender Prozess. Der Jugendliche tut sich sehr schwer, auch zu einer Amtsstelle zu gehen, weil er dann befürchtet, ja, das kommt wieder zurück auf mich. Oder? Da leide ich dann darunter oder weiß ich was. So, oder vielleicht bin ich auch selbst etwas schuld. Dann kommt es zu den Eltern und so. Das sind ganz viele Hürden. Mhm. Und ich glaube, da braucht es wirklich eine Lernortskooperation. Herzblut, weil die Zeit läuft uns davon. Ich möchte doch noch auf diese Arbeitsmarktfähigkeit zu sprechen kommen, die Herrn Wittmer ja sehr wichtig ist, wo er sagt, eigentlich steht es ganz gut darum. Sicher, wir klagen auf hohem Niveau im internationalen Vergleich erst recht. Aber trotzdem, ich habe so auch in Vorgesprächen etwas das Gefühl gehabt, dass man sich doch da und dort fragt, schult man das Richtige, verlangt man das Richtige, Kompetenzfähigkeit versus Wissen, handwerkliche Fertigkeiten. Gibt es da Handlungsbedarf, Herr Büchi? Wir sind sicher noch in vielen Ausbildungen irgendwo stehen geblieben in der Zeit, dass einfach Schulausbildung zuoberst stand. Heute ist kompetenzorientierte Ausbildung steht ganz vorne und ich glaube, das entspricht auch unserem Ansatz von der Unternehmerseite. Wir müssen die lernen, ausbilden, dass sie erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt sich bewegen können. Der Unternehmer fordert qualitativ hochwertige Arbeit. Er muss die Kunden ja befriedigen und er braucht die Leute dazu. Also muss die Lehre auch gezielt auf diese Kompetenz ausgerichtet werden. Und in unserem System ist halt oftmals noch Schulbildung, klassische Schulbildung, vorherrschend. Das bedeutet, der Transformationsprozess, der beginnt einmal, wenn ich unsere Berufsbildung anschaue, der Formulierung der Grundlagen. Machen wir unsere Bildungspläne lernzielorientiert oder kompetenzorientiert? Das ist so eine Grundfrage. Da muss sich auch die ODA, die Branchenorganisation, dazu durchringen. Wollen wir das? Dann, wenn das kompetenzorientiert formuliert ist, ja, was macht dann die Berufsfachschule? Aber wie machen wir das? Und da stelle ich fest, also Maurer als Beispiel, ich vertrete diese Branche hier, 34 Berufsfachschulen bilden die Maurer aus. Überall das gleiche Ziel grundsätzlich. Ich stelle fest, das ist überall etwas anders. In der einen Schule sehr schulorientiert, in anderen Schulen schon sehr kompetenzorientiert. Also hier gibt es noch einiges zu tun für uns alle. Für uns alle, wenn Sie, Herr Wittmer, sagen, das Niveau darf nicht gesenkt werden. Und dann höre ich aber, die Schulen legen vielleicht etwas zu großen Wert auf reine Wissensvermittlung. Sie müssen ja diese Bildungspläne genehmigen. Mhm. Machen Sie da einfach ein Häkchen oder schauen Sie doch etwas genauer hin und sagen... Fragen Sie mal einen Verband, ob wir einfach ein Häkchen machen. Er sagt Ihnen es dann. Ja. Also ich glaube, das machen wir sicher nicht. Aber oder das Schweizer Berufsbildungssystem geht davon aus, dass die Branche definiert, wo die Kompetenzen liegen müssen. Und Herr Büchi hat mit Recht gesagt, die Branchen müssen sich selber überlegen, welche Kompetenzen am Ende einer Ausbildung stehen sollen. Und ich glaube, es ist richtig, dass man sich am Arbeitsmarkt orientiert und daran, dass eben dann diese Leute auch einen Beruf tatsächlich ausüben können. Nicht nur einen Bildungsabschluss erreichen, das reicht nicht. Wir wollen, dass sie organisch integriert werden können in unseren Arbeitsmarkt. Und ich glaube einfach, dass wir darüber reden müssen, wie die Art der Umsetzung erfolgen soll. Ich glaube nicht unbedingt, dass wir ein großes Problem haben bei der Beschreibung der Kompetenzen und der Ziele. Ich würde den Schwerpunkt nicht darauf legen, sondern in die Art der Umsetzung investieren. Vielleicht auch noch mehr in Begleitung investieren und in dem Sinne zu versuchen, hier eine Verbesserung zu erreichen. Das scheint mir wesentlich zielführender zu sein. Wir wissen übrigens, und das ist interessant und bemerkenswert, bei den zweijährigen Grundbildungen, wo also die Schwächeren, schulisch Schwächeren drin sind, die andere Kompetenzen haben, mehr praktisch orientierte Kompetenzen, da ist es so, dass 82% nach einem Jahr nachhaltig integriert sind. Das sind wirklich
nicht diejenigen, wo man von Anfang an sagen würde, da gelingt es. Und das ist immerhin bemerkenswert und wir sollten daran unbedingt festhalten und diesen Anteil sogar noch zu steigen versuchen. Ja, Frau Perret. Oui, moi je me suis posé en fait deux questions. La première question, par rapport à ce profil AFP attestation dont on parle, s'il y a suffisamment de places d'apprentissage à ce niveau-là et s'il y a suffisamment de postes après, une fois qu'on a obtenu la qualification, qui sont adaptés à ce type de profil. Et ça, peut-être ça dépend des branches, mais je n'ai pas la réponse. Et la deuxième question que je me pose, c'est à quel terme est-ce qu'on réfléchit ? Parce que finalement, on doit garantir l'employabilité des personnes pendant toute leur vie professionnelle. On sait qu'aujourd'hui, on change de profession 3, 4, peut-être 5 fois dans sa vie. Et les compétences qu'on a acquises dans sa formation de base, comment est-ce qu'elles vont pouvoir servir ou être complétées et développées pour le reste de sa vie active pour pouvoir s'adapter ensuite aux circonstances, puisque plus de la moitié des métiers qu'on a aujourd'hui vont disparaître, il y en a d'autres qui vont apparaître. Mmh. Ensuite, il y a des catégories d'âge qui sont plus exposées. Les travailleurs âgés perdent moins facilement leur poste, mais quand ils les ont perdus, ils trouvent plus lentement des autres postes. Donc, je pense qu'il faut le voir de manière plus globale. Kann jemand eine Antwort geben auf den ersten Punkt, den Frau Perret aufgegriffen hat? Also kurz zu beiden Punkten. Also der erste Punkt, ich denke, das ist gerade die Chance dieses Projektes, dass wir jetzt diese Bildungsverläufe sehen. Und da wird nicht nur die EBA, da wird mich zum Beispiel auch interessieren, die vielen KV-Abgänger, wo gehen die hin? Mhm. Mhm. Und alle diejenigen, die da noch eine Wirtschaftsmittelschule machen und so, ja. Wo gehen die hin? Oder? Wo haben wir die dann auf dem Markt? Bei den EBA sowieso natürlich, aber, und damit komme ich zur zweiten Frage, EBA, das reicht nicht, es wurde nie konzipiert, dass das reichen würde. EBA ist ganz klar eine erste Stufe, es braucht dann eine zweite, aber vielleicht machen die dann auf dem Arbeitsmarkt dann eine Entwicklung. Mhm. Ich habe ein zweites Beispiel, das mir eine Berufsberaterin kürzlich reflektiert hat. Das war eine junge Frau, 25-jährig, die hat dreimal die Lehre geschmissen, Chaos, hat sich verabschiedet. Dann hat sie zurückgefunden, hat eine Vorlehre für Erwachsene gemacht an einer Berufsfachschule von uns. Jetzt ist sie integriert in einer Informatikausbildung, gehört zu den Klassenbesten in der Informatik. Klar, jetzt kann man sagen, das sind Einzelbeispiele, die suchst du und dann ist das oder so. Das sind so die Highlights. Aber ich denke, das ist doch eigentlich genau die Chance unseres Systems, auch jemand, der EBA macht, der dann vielleicht 5 oder 10 Jahre arbeitet auf dem Beruf, in irgendwie Produktion oder so, und sich dann nachher noch qualifiziert als Erwachsener, zum Beispiel als Produktionsmechaniker. Das können wir jetzt, oder? Validierung oder irgendwie Artikel 32 oder verkürzte Lehre, da haben die doch zahlreiche Chancen. Die jungen Leute, die sind häufig in einer schwierigen Situation. Plötzlich machen sie irgendwie 5 Jahre später den Knopf auf und wir bieten die Lösungen von Seiten unseres Bildungssystems. Das ist doch genial. Aber wir dürfen einfach nicht diejenigen verlieren, die aus dem System fallen, oder? Ja, genau. die einen die Abbruch machen und dann irgendwo verschwinden. Und das dürfen wir nicht. Genau. Und da möchte ich als letzte Frage an Frau Perret doch die Frage stellen, wenn Sie sagen, eben die wir verlieren. Stichwort Migration. Wir haben heute gehört, also in der zweijährigen Ausbildung gibt es nicht überdurchschnittlich viele Ausländer, im Gegenteil. Aber bei der 3- bis 4-jährigen Lehre dort überdurchschnittlich viele Lernende mit Migrationshintergrund und auch überdurchschnittlich viele, die eben aus dem System fallen, keinen Abschluss machen. Woran liegt es? Oder was kann man dagegen tun? Bon, pour moi, c'était une bonne nouvelle de voir que dans cette étude, le facteur de migration n'était pas un critère. Et disons, par les temps qui courent et les débats politiques actuels, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est clair que je pense que la situation socio-économique des parents joue un rôle important. Le fait qu'ils connaissent ou pas le système de formation suisse joue un rôle important. J'étais moi-même à une séance d'information en tant que parent d'élève. Et quand on nous balance des mots comme Armos ou comme d'autres termes techniques comme ça, ben, les gens qui n'ont pas fait leur formation en Suisse, c'est clair que c'est peut-être pas évident de réussir à s'orienter. Donc je pense que d'une part, la question d'information sur le système existant et ensuite quand même une partie de reproduction d'inégalités sociales par le système scolaire, quand on regarde quel est le parcours des parents et le niveau de formation des parents joue un rôle. Et là, c'est clair qu'il y a des choses à faire et là, il y a différents projets qui sont en cours, mais c'est sûr que c'est un des domaines qui est très important.
Herr Büchi, Sie haben ja in Ihrem Gewerbe auch überdurchschnittlich viele Leute mit Migrationshintergrund. Wenn Sie das hören, eben zweijährig, okay, nicht überdurchschnittlich viel, aber drei- bis vierjährige Lehren und solche ohne Abschluss überdurchschnittlich viele mit Migrationshintergrund. Was sind Ihre Lehren für Ihre Branche daraus? Die meisten Personen mit Migrationshintergrund in unserer Branche arbeiten in den Funktionen, da genügt eine Anlehre. Also die sind eigentlich nicht in den EBAS, nicht in den EFZ-Ausbildungen. Dort haben wir eine übliche Verteilung wie bei Gastro oder anderen Branchen auch. Und dort werden die Personen mit Migrationshintergrund genau gleich behandelt wie Schweizer. Wir stellen eher fest, und das zeigt auch die Studie, die wir hier präsentierten, dass eher das soziale Umfeld, die Herkunft, matchentscheidend ist. Und eher weniger, ist jetzt ein Migrationshintergrund hier oder nicht. Also auch Schweizer können aus prekären sozialen Verhältnissen kommen, dann die gleichen Probleme haben wie eine Person mit Migrationshintergrund, mit ähnlichen sozialen Hintergründen. Ja. J'ai juste oublié un élément qui va peut-être de soi, mais je le rappelle quand même, la question de l'apprentissage des langues, qui est très très important quand on vient en fait de l'étranger, et cette question de savoir est-ce qu'il faut apprendre la langue avant d'entrer en formation, ou bien est-ce qu'on apprend aussi la langue pendant sa formation respectivement sur la place de travail, et je pense que la question linguistique est un des paramètres centraux qui favorise aussi la réussite en fait d'une formation quand on a une origine de migration. Vielen Dank. Ein Wort noch, Herr Link, nachher möchte ich öffnen. Das ist ein Punkt, der sagt uns, Unternehmer sagen uns immer wieder, wenn sie nicht ein Minimum an Sprache haben, dann können wir sie einfach nicht nehmen. Und eine Zahl dort, eine Erkenntnis, die beunruhigt mich etwas, die Wiedereinstiegsquote von Leuten, von Zugewanderten, die ist deutlich tiefer als diejenigen, die hier in der Schweiz das Schulsystem gemacht haben. Es könnte ja sein, dass die Unternehmer eigentlich voll guten Mutes sind, solche Leute mal einstellen, dass es dann ein Frustrationserlebnis gibt, wenn irgendwie die Grundkompetenzen nicht stimmen. Und ich glaube, wir müssen sehr, sehr gut aufpassen mit diesem ganzen Integrationsprozess, dass wir hier die Unternehmen nicht überfordern. Es geht um eine Berufsbildung, es geht nicht um Arbeitsintegration. Oder die Berufsbildung steht im Vordergrund und da ist eine Mindestkompetenz an Sprache, A2 für Vorlehren, A2 Vorlehren und EBA und B1 für Lehren auf dem Bau ist ein absolutes Minimum aus meiner Sicht, sonst werden wir Probleme haben. Vielen Dank für den Moment hier auf dem Nachmittag. Und deshalb darf ich jetzt für das absolute Schlusswort das Wort zurückgeben an Frau Oertli, Direktorin vom EHB. Vielen herzlichen Dank Ihnen hier auf dem Podium und Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, ich denke auch, das war wirklich ein Applaus wert. Ganz herzlichen Dank. Ich beginne mit einem kleinen Geschenk von Seiten des EHB. Sie haben das heute Morgen gehört. Es ist eine Art Überlebenskit in ganz vielen Situationen. Ein bisschen so, wie wir uns als EHB für die Berufsbildung verstehen, als One-Stop-Shop. Ich danke ganz herzlich. Ladies first. Uli Büchi, herzlichen Dank. Theonink, herzlichen Dank. Und last but not least, merci. Herzlichen Dank, merci. Josef Wittmer. Ja, somit sind wir am Ende angelangt einer reich befrachteten und interessanten Tagung. Ich danke nochmals herzlich allen Teilnehmenden auf dem Podium. Ich danke auch Ihnen, Frau Giersberger, fürs Moderieren durch diese Tagung. Ganz herzlichen Dank. Ich denke, das ist ein Applaus wert. Ich hoffe, wir haben Ihre Erwartungen erfüllen können und Sie können Informationen mitnehmen, die Ihnen weiterhelfen in Ihrem beruflichen Alltag, in der Betreuung auch, in der Berufsbildung. Danke allen, die referiert haben. Auch herzlichen Dank an die Marktstände. Das war sehr spannend, auch die verschiedenen Projekte zu sehen und sich inspirieren zu lassen, wie man mit diesem sehr sensiblen Problem umgehen kann.
Ich danke den Organisatorinnen und Organisatoren und nicht zuletzt den Übersetzerinnen, die uns den ganzen Tag begleitet haben und es möglich gemacht haben, dass wir trotz sehr viel deutschsprachigem Input auch die anderssprachigen Schweizerinnen und Schweizer das verstanden haben. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été présents. Je vous remercie pour votre intérêt d'avoir participé à cette journée. Et je vous prie, vous allez recevoir prochainement un email pour une évaluation. C'est la nouvelle forme, on ne vous distribue plus des questionnaires, mais vous auriez un email et je vous invite vivement à remplir ce questionnaire électronique parce que ça nous aidera à améliorer nos prestations pour de futures journées comme la journée d'aujourd'hui. Und damit möchte ich schließen. Wir möchten natürlich weitere solche Tagungen durchführen. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt bleiben, wenn Sie interessiert sind, weiterhin an dem, was wir am EHB und auch insbesondere am Observatorium an Forschung und Publikationen herausgeben werden. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und ich wünsche Ihnen nun einen schönen Wochenschluss. Kommen Sie gut nach Hause und ein ganz schönes Wochenende. Herzlichen Dank. Applaus